Hallo und herzlich willkommen zurück bei Devil May Cry 5. Wir sind in Mission 14, Scheidepunkt. Wir spielen mit dem Wii. Wir können das mal auch nicht auswählen, wie wir nehmen wollen. Und wir starten nochmal die Mission. Angepasst habe ich schon alles, habe ein paar neue Fähigkeiten von Wii gekauft. Oder eher für seinen Vogel und seine Katze. Und ja, mal schauen, was jetzt mit ihm passiert. Oder was wir jetzt machen. Ja, wahrscheinlich auch nach unten fighten, aber. Damn it. A little longer. Hold on, just a little longer. Ah, okay, er läuft wieder nochmal. Ich dachte schon, ich muss jetzt da schleichen, Alter. Ja, wie tief geht es runter, ey? Okay, was kommt jetzt da? Schaut nach der Kampfarena aus, ich kann nur laufen. Hey, das sind die ganzen Bossgegner. Gotta recover somehow. Ah, lass mich gerade, ich muss da drin gegen die kämpfen. Ich kann auch nicht lange rennen. Scheiße. Müssen wir normal laufen? Auf jeden Fall sehen wir jetzt diese alte wieder, die wo. Diese Spinnentuss. Nein, da warte mal, du auf einen riesigen Vogel guckst, ne? Oder auf einen riesigen Pikmans. This is where they are. I'm claiming what's mine. Griffon. Nightmare. Shadow. Hau da drauf, mein Kumpel. Oh. Mir fällt gerade an, ich kann ihn ja auch verstärken, ne? Boah, was? Komm, hau rein! Nein, komm her!
Ah, okay. Macht er das wohl alleine? Warte. Ich muss mal kurz was schauen. Spieloption. Automatische Hilfe ist aus. Hätte er noch nicht einmal erwischt. Hallo, geh doch hin. Ah, okay. But the following contraries, these are true. Oh. Das dachte ich schon, hä, der spießt mich auf. That's one down. Das geht wahrscheinlich bloß mit den ersten drei, oder? Na gut. Ich hoffe, der überlebt am Ende. Nachdem wir jetzt wissen, dass er in Word für seine zweite Hälfte ist. Griffon. Den richtigen für den auswählen. Und mit dem Vogel ist ein Problem jetzt, mit der Katze ist ein Problem gegen den. Hey Schwester, was geht's ab? Oh, hoppla. Wow. Hä? Ah, jetzt. Aua. Und der letzte. Ist das ein neuer? Der schaut nicht aus wie ein normaler Boss. Hä? Oder ist es der Goliath? Den hat man noch als Bots? Keine Ahnung. Oh ja, ist wirklich der Goliath. Hey Kumpel. Der ist jetzt schwerste Boss für mich, weil ich Idiot den Arm nicht benutzt habe. Und hopp, haut schön drauf. Hä? Ja, die Stunde braucht, um da hinzukommen. Thank you.
Bam! Und schon sind wir wieder durch. War ja zu einfach irgendwie. Ja, aber die Welt hat auch jetzt seinen Zustand kalt oder verbessert. Oh, aber bei Äderchen. Mit Black. Okay. Nein, muss. Ich glaube, ich kann fliegen. Kann er doch auch, ja, den Griffin. So, weg mit den dämlichen Gedanken. Ach scheiße, da ist er nochmal ein. Bei sowas frage ich mich immer, wenn die Dämonen sich da eh teleportieren können. Ich meine zum Beispiel da jetzt der Virgil unten, der Dämon Virgil. Oder Urizen. Nennt man Urizen. Now get to work. Warum die überhaupt einen Baum bauen, Alter, oder warum der Baum überhaupt Treppen hat und so ein Scheiß. Das denke ich mir aber immer, wenn ich so sehe, dass Dämonen sich eigentlich teleportieren können. Auch. Warum Löcher bauen und so zum Durchgehen, wenn man sich da teleportieren kann? My journey is coming to an end. Ach, hör doch auf damit. Wir brauchen dich, Wii. Du bist einfach cool. Ach, da ist die. If he reaches the fruit, it will all be over. Even Mundus failed to reign over the human world. Surely now he'll not. Malphus, no way can we handle her. We don't have the strength. I know. But we must get through this. Somehow. Guten Tag, Nero. Hallo, Nero? Ah, okay, jetzt. Nein, das ist zu früh, das hat nur 15 Minuten gedauert. So ein Scheiß, jetzt müssen wir die nächste Folge dann wieder. In zwei Teilen. Die Zeit drängt. Achso, als die Zeit war knapp, als wie von seinem Körper in den Stich gelassen wird, sammelt er die ganze Kraft, die ihm noch bleibt und steigt weiterhin ab. Die von Teufelschen ist. Verdammte Scheiße, lass mich doch das lesen! Damn it. Running a little low.
can't last much longer without a refill. Hey, honey. Need assistance? What the hell's your problem? You trying to kill me? If you want a bitch, blame it on Lady. She's behind the wheel. Okay, enough with the suspense. What do you need? Von teuflischer Vision geplagt wird er in eine abgeschottete Ebene geworfen, in denen er mit den Schatten der Unterwelt konfrontiert wird. Obwohl er schließlich die Quelle seiner Pein erreicht, ist er zu schwach, um sich zu verteidigen. Doch genau in diesem Moment taucht Nero auf. Das letzte habe ich ein bisschen angepasst. So, neuen Devilbreaker hat sie eh nicht mehr für mich. Jetzt hier die Ausrüstung. Genau, machen wir mal den weg. Nochmal noch einen Ramwire neu. Rawhide. Ramwire, wie komme ich auch zu Ramwire? Helter Skelter. Ramwire, Avatar. Yeah. Was wollten wir eigentlich haben? Ich hab's vergessen. Staffel wollten wir nicht. Warte mal. Fähigkeiten. Da. Wire Snatch. Ja. So, was brauchen wir jetzt ab? Blue Rose. Shuffle. Naja, das war jetzt so ein Rückwärtsschritt. Da haben wir eigentlich auch alles. Exceed könnte man machen. Devil Breaker plus. Ich brauche plus 4. So viel verliere ich da jetzt auch nicht. Ja. Und der letzte Boss hat sowieso keine Chance, nach meiner Meinung. Also jetzt schon immer. Ich habe 14 dieser verdammten, oder waren es 12? Irgendwas sind 12 dieser verdammten goldenen Kugeln, Mann. Ich kann mich 12 mal wiederbeleben. Und man bekommt jedes Mal, wenn man spielt, statt einen neuen. Schon, dann schauen wir da nochmal rein. Wird ein Bosskampf sein. Oder wir fighten zum Beispiel mit Nero durch und dann der Bosskampf. Aber der könnte ich jetzt gleich mal an, wird erst in der nächsten Folge sein, weil wir haben bloß noch ein paar Minuten. Außer natürlich, der kommt jetzt dann gleich. Das ist so. Ja, weil ihr Deppen seid. Ihr könnt jetzt zu dritt wahrscheinlich hier locker durchmarschieren ohne Probleme und dann nehme ich halt nicht auf. Ja, super. Jetzt darf ich mich durch Fallen arbeiten noch. Danke für nichts. Crossroads. Which way should I go? Rage Tower? Achso. Wir können jetzt auch einfach durchrennen. Rage Time, was will ich mit Rage? Oh fuck, das könnte ich hier einsetzen, ne? Ja, genau deswegen. Alles Absicht. Oh hey Leute. Her damit! Ah nein! Nein! Oh. Und zack. Oh, die Musik ist so geil.
Zack, zack. Was hat mit das Zoll? Herauf jetzt, zack, zack. So, fertig, wenn es jedes Mal mehr kriegt, dann rauskommt. Boah, scheiße, Mann. Das zerstören wir. Boah, jetzt ist echt die Überlegung, ob ich nur noch Rage Time wechsle, ne? Nervig. Oh, ist das nervig. Ja, ich schaff das mit Nero einfach nicht, der macht so wenig Schaden. Und dann, ich glaub's ja auch bloß, weil ich diesen einen Arm hab, der wo... Oh! Vampire! Super! Hä? Oh! Oh fuck! Mein Arm, ach scheiße! Und zack! Nervt doch hier nicht rum. Scheiße, nein! Oh, fuck you. Genau das wollte ich vermeiden. Zack. Warum haben wir so viele Kugeln? Du willst mich doch jetzt... Boah, ich leck mich, kotzt mich das gerade an. Die haben so viele Fucktechniken, Alter, von Schießen über Rollen über... Boah. Boah, kotzt mich das gerade an, ich hab 3 Arme hier verloren. Oh, und das nicht mal, weil ich sie zerstört habe.
Kotzt mich das gerade an. Oh, hier kann ich noch einkaufen. Sehr geil. Ich hab vorhin die Heilung mitnehmen sollen. Irgendwie kriege ich nicht so viel. Ah ja, und an der Stelle bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Devil May Cry 5 und dann wieder ausgerüstet mit neuen Armen. Macht's gut und Servus.